Natürlich hat jeder von uns gerne frische Wäsche, aber dafür muss sie auch gewaschen werden. Dazu brauchen wir Waschpulver. Wie das aussieht, wissen wir alle. Was drin ist, wissen nur wenige. Eines der wichtigsten Bestandteile sind Phosphonate. Phosphonate sind Komplexbildner, deren Aufgabe darin besteht, das Verkalken der Waschmaschine zu minimieren. Sind diese schädlich für die Umwelt? Um diese Frage zu klären, begeben wir uns zum Fachgebiet Biotechnologie der Wasseraufbereitung an der BTU Cottbus-Senftenberg, wo Frau Prof. Dr. Martensen das Projekt zum Abbau der Phosphonate begleitet. Zunächst muss man festhalten, dass die Phosphonate erst ein Segen für die Umwelt waren, weil wir haben immerhin mehr als 99% des umweltbelastenden Phosphors dadurch ersetzen können. Wir brauchen heute etwa 0,1% der Menge, die noch vor 10 bis 15 Jahren als Phosphor eingesetzt worden sind. Die Frage ist, wie werden diese Substanzen abgebaut? Wir wissen, sie sind offensichtlich nicht giftig. Sie werden aber möglicherweise in der Umwelt angereichert. In den gut durchlüfteten Becken der Kläranlage fühlen sich Bakterien richtig wohl und zersetzen viele Schadstoffe. Aber die Phosphonate kommen weitgehend unverändert wieder aus der Kläranlage heraus. Teilweise im Wasser oder als Anhaftung am Klärschlamm, der auf landwirtschaftlichen Nutzflächen landet. Wie die Phosphonate sich dort genau verhalten, wird gerade erst erforscht. Die Phosphonate sind nun mal eine recht wichtige Substanzgruppe, von der man noch sehr wenig weiß. Und wir haben die Möglichkeiten und wir versuchen mit unseren analytisch-technischen Möglichkeiten, diese Phosphonate mit ihrem Abbau und ihrem Umweltverhalten zu beschreiben und sie möglichst zu verbessern. Am Lehrstuhl wurden in den vergangenen 5 Jahren zunächst die Analytik für die Phosphonate, speziell für EDTMP, aufgebaut, um Zersetzungsprozesse besser zu verstehen. Der Abbaumechanismus des in Waschmitteln verwendeten EDTMP unter UV-Einstrahlung wurde bereits aufgeklärt. Die bei der Zersetzung entstehenden Metaboliten werden durch Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie identifiziert. Dafür hat der Lehrstuhl 2 Jahre Forschung investiert, um diese Art von Analytik durchführen zu können und ist damit in Deutschland führend. Einige von den Abbauprodukten sind noch schlechter abbaubar oder sogar persistent und reichern sich deshalb langfristig in der Umwelt an. In einem weiteren Schritt hat der Lehrstuhl nun einen biologischen Abbautest zur Bewertung der Abbaubarkeit entwickelt. Jetzt können Alternativsubstanzen zum handelsüblichen Phosphonat getestet und bewertet werden. Langfristig hat es sich der Lehrstuhl zum Ziel gesetzt, zusammen mit den Herstellern der Waschmittelgrundsubstanzen neuartige Phosphonatstrukturen herzuleiten, die ihre Funktionalität und Eigenschaften behalten, aber eine erheblich bessere Bioverfügbarkeit aufweisen, sich also abbauen lassen. Ein wichtiger Erfolg ist sicherlich der Nachweis, dass Phosphonate nicht so, wie man vor einigen Jahren angenommen hat, persistent, also nicht biologisch abbaubar sind. Wir wissen inzwischen, sie werden biologisch abgebaut. Das ist also bereits ein großer Durchbruch. Wir wollen aber noch einen Schritt weiter und wollen diesen Abbau noch weiter beschleunigen. Wenn die Forschung im Labor einen gangbaren Weg gefunden hat, um die Aminophosphonate abzubauen, muss dieser großtechnisch umgesetzt werden und zu akzeptablen Kosten realisierbar sein. Dann ist ein Problem für die Umwelt gelöst und wir können beruhigt unsere Wäsche waschen.